Einen schönen guten Morgen, ihr Lieben. Ah, Teil 3 unseres Schweiz-Videos. Und heute geht's tatsächlich in die Schweiz. Also, sind noch gut 4 Stunden Fahrt, bis wir dort sind. Wir haben gestern Abend hier einen ganz netten Abend im Restaurant verbracht. Mit unseren Verwandten, haben 2 Geburtstage noch gefeiert. War super. Und wir stehen hier im Wald. Schöner Platz. Bisschen nass, ihr seht, ein paar Pfützen. Ja, wir haben fantastisch geschlafen und sind jetzt frisch. Bis morgen. Wechselhafter Himmel. Wird wahrscheinlich auch noch regnen heute. Und wir werden die nächsten Tage auch noch ein bisschen schlechtes Wetter in der Schweiz kriegen. Aber das kann man nicht ändern. Gasflasche tauschen müssen wir noch. Dazu fahren wir jetzt ein paar Meter, wo wir A, Flasche tauschen können und B, frühstücken. Ihr wisst schon, wo wir immer frühstücken. Heute neuer Standort. Also, bis gleich auf der Anfahrt und beim Frühstück dann auch mit der Conny. Diesmal aus dem Willi. Wir haben Gas gebunkert, wir haben gefrühstückt, gefilmt habe ich nicht, weil dazwischen gab es wieder ein bisschen Aufruhr und Programmänderungen. Wir haben die Tour ein wenig rumgeworfen. Große Stunde bleibt, wir fahren in die Schweiz. Wir sind auch schon ab 2:30 Uhr schon gefilmt. In Frankreich fahren jetzt auf Straßburg zu und dann weiter über Colmar Richtung Basel. Dann werden wir nach Bern fahren. War so nicht geplant, aber uns hat eine Nachricht ereilt, dass eine liebe Freundin und ihr Mann, also sie singt, in Bern heute ein Konzert geben. Und da wir ja, ihr seht's, Groupies sind, haben wir ein wenig rumgerätselt, rumgeplant und zugesagt, jawohl, wir fahren nach Bern. Ihr kennt die beiden, ihr kennt auch die Dame, die singt, werden wir heute Abend vorstellen, das sind nette YouTuber, die wollten wir eh treffen. Allerdings erst am Freitag, sondern heute schon. Freuen uns drauf, haben alles etwas ungeplant nach hinten geschoben. Irgendwie geht das. Und in Bern waren wir auch noch nicht. Da können wir ja gleich bei diesem, wie heißt das Ding, Credit Suisse, da mal Quatsch, Spuren hauen. Und schauen uns mal an, was Bern noch so bieten hat. Berner See und alles, keine Ahnung. Wir werden berichten. Bringen dir noch ein paar Bilder, wie wir bis zur Frankreich und dann in die Schweiz reinfahren. Wetter, aprilmäßig würde ich mal sagen, obwohl es März ist. Es scheint mal die Sonne, dann schifft es, dann stürmt es. Alles, was man so braucht. Gut, wir haben noch ein paar Meter zu fahren. 3 Stunden knapp noch. Dann lassen wir uns selbst mal überraschen, wo der Platz ist, wo sie uns da hinlotsen wollen. Und wie heute Abend das Konzert läuft. Nehmen wir an, filmen darf ich da nicht, aber 2-3 Bilder werde ich machen und mit den beiden werden wir natürlich auch ein kleines Filmchen machen und einen Schluck trinken. Hoffe ich. Also, bleibt gespannt, wen wir sehen, wen wir treffen. Der eine oder andere kennt die beiden und dann geht's weiter. So, ich muss jetzt gleich abbiegen, ich halte ab. Ihr seht, wir fahren an den Vogesen vorbei.
ganz schön hier. Wir sind gerade auf dem Rastplatz, kurze Pinkelpause. Und dann geht es weiter über Colmar, Mühlhausen, Lörrach in die Schweiz. Hier am Parkplatz der Deibel los. Hier sind hunderte von LKWs, die versuchen zu parken. Und das Parkplatz zu vergehen, hältst du Kopf nicht aus. Wir stehen auch klein wenig im Weg rum, aber gleich geht es wieder weiter. Wir sind jetzt an Basel vorbei, fahren die A2 Richtung Gotthard. Aber da haben wir ein paar Tage Zeit, bis wir da drüber fahren. Drunter durch. Noch Weg nach Bern, sind noch so knapp 90 Kilometer, nehmen wir eine Stunde, bis wir dort sind und dann schauen wir mal, wie schauen wir mal, wie es staut und wie wir zu dem Plätzchen kommen, wo wir hinwollen. Und dann knabbern wir dich da auch und ziehen wir. Bin ich jetzt auch Lust drauf. Immer noch ein paar Aufnahmen von den Schweizer Bergen, oder? Und dann geht's weiter Richtung Bern. Unplanmäßige Planänderung. Unplanmäßige Planänderung. Tipp. Planänderung. Ja, freuen wir uns. Conny, sag was. Hallo. Conny sagt, ja. Also kommt noch ein Stückchen mit, jetzt könnt ihr die tolle Schweizer Landschaft bewundern. Jo. So, jetzt sind wir da und wir werden schon empfangen. Warte, ich gehe mal raus, damit ihr seht, wen wir hier treffen. Bisschen eng der Parkplatz hier, aber ja, hier sind sie. Die Mädels haben sich schon begrüßt. Und da ist sie, unsere Natalia. Hallo. Grüß dich, meine Hallo. Liebe. Schön, dass wir uns gefunden haben. Schön, dass wir uns treffen heute hier. Das war ja doch ein bisschen Umplanung. So. Ja. Also, ihr seht, ihr hat versprochen, sie singt heute noch. Und ich hoffe, da gibt es auch was zu trinken. Und dann schau mal. Bestimmt. Also, mach das Ding jetzt aus, nachher geht's weiter. Ja. So, jetzt sind wir nochmal gleich umgeparkt. Hier scheint es ein wenig besser zu sein. Bei Easypark bezahlt. Die Natalia muss uns gleich verlassen, die muss ich noch einsingen. Wir gehen gleich in den Willi. Wir singen uns auch ein. Und dann schauen wir mal, was hier in Bern alles so los ist. Wenn wir hier mal dem Bundesrat, oder wie heißt der Präsident hier? Das Bundeshaus, da kommt die eh vorbei. Genau. Ja. Eben, wir wollen mal was erzählen. Oder der uns, oder? Ja. Ah, ja. Natalia, ist eine Riesenfreude hier zu sein. Ja, so schön, ich freue mich. Ja, sind jetzt erstmal wieder in den Willi reingekrochen. Bei den Natalia muss ich noch die Nase pudern, in die Maske, damit ihr heute Abend schick ist und einen tollen Eindruck macht vor dem tosenden und begeisterten Publikum. Wozu wir natürlich dann auch zählen. Was will ich sagen? Angekommen sind wir. Parkgebühr per Easypark bezahlt und Zielbier. Wir fahren nicht mehr. Also, Prost auf euch, auf uns und dann schauen wir, was der Nachmittag noch bringt und schauen uns so ein ganz klein wenig Bern an. Unplanmäßig, aber auch schön. Warum nicht? Genau. Wohl sein. Prost. So, ich muss da mal rausgucken. Ich habe da was gehört. Was will mit denn da? Ah, da ist er ja. Da, hallo. Den kennt er ja auch. Das ist der Claudio. Ach, Claudio. Salut, wie geht's? Ja, super. Super. Jetzt sind wir mal in der Schweiz. Und in Bern, da waren wir noch nie. Gell?
war überhaupt nicht klar, dass wir heute daher fahren, aber. Und worauf es kommt oft, heute sind wir wahrscheinlich die ältesten Groupies von dieser. Nein, das glaube ich nicht. Von diesen steinalten Teenagern. Ja. Also, genau. Schön, dass du da bist. Ja. Und da ein Oldtimer-Markt gewesen. Und wird ausgegeben? Nein. Aber war lustig mal zu sehen. Hat nicht so riesen Auswahl. Also ein bisschen Insider-Information. Ja, ja. Ich halte aus. Ja, zurück im Willi. Es war ein, wie wir meinen, fantastisches Konzert. Super schön, super Musiker, schöne alte Herren, da aber jeder sein Instrument beherrscht bis zum letzten. Und Natalia mit ihrer goldenen Stimme hat uns natürlich begeistert. So, es geht jetzt auf Mitternacht zu. Wir trinken noch ein Gläschen Wein, weil wir noch ein bisschen aufgedreht sind von dem Tag. Also, Bernd. So verkehrt ist das hier doch nicht, haben wir festgestellt, oder? Ja, ist sehr schön. Die Altstadt da oben ist wunderbar. Ja, und dann gucken wir mal, wie wir morgen hier weitermachen. Wir haben ja auch eine Stunde weniger Schlaf, ne? Das kommt auch noch dazu. Genau, wollte ich gerade sagen. Ist nämlich Zeitumstellung heute Nacht. Und morgen früh ab 8 müssen wir hier wieder auf die Parkuhr. Über Easypark Geld drauf schaffen. Ich habe mal einen Wecker gestellt, dass ich das nicht verpasst, sonst... Kostet das 40 Stutz, das muss nicht sein. Dann zahlen wir besser 5 Schweizer Franken plus 60 Cent Bearbeitungsgebühr. Ja. Also, wir gehen jetzt gleich dann auch pennen. Conny guckt schon mal, wie es weitergeht, wo wir morgen hinwollen. Und die Unsicherheiten im Plan gehen natürlich weiter, weil es wird Wetterumschwung werden, es wird schneien. Morgen früh noch nicht, also da, wo wir morgen hinwollen, da kommen wir hin. Aber übermorgen kann es sein, dass da 30 cm Neuschnee sind. Und da fahren wir mit dem Willi nicht hin. Nee, das schafft er nicht. Und meine Nerven würden das auch nicht aushalten. Also, für heute, für das Video soll es sein. Morgen geht's dann weiter in die Berge. Und ja, uns hat's gefallen heute. Wenn es euch auch gefallen hat, gern doch nach oben. Folgt gern unserem Kanal. Das freut uns sehr. Das kostet nichts und es hilft uns.
Ja. Also, wir bedanken uns fürs Zusehen und sagen dann bis denne. Nein.